Um ehrlich zu sein, ist die normale Minecraft-Atmosphäre ja relativ langweilig und begrenzt sich irgendwie nur auf Schafe, Schweine, Kühe und was es sonst noch so gibt. Und dann gibt's noch diese blöden Mobs. Aber mit dem More Nature Mod, da wird Minecraft richtig wieder zu einem Erlebnis. Und zwar wohl einfach die Atmosphäre durch die neuen Tierarten, die uns hinzugefügt werden, durch diese Modifikation echt neue Atmosphäre schaffen mit ihren Sounds. Naja, manchmal sind sie ein bisschen nervig, aber ansonsten ist diese Mod echt cool. Und deshalb stelle ich euch in diesem Video den More Nature Mod, der auch schon für 1.7.4 geupdatet ist in Kooperation mit dem Team vom Crafting Terminal einmal vor. Fangen wir auch gleich an im Creative Inventar. Wenn wir einfach mal Spawn eingeben, dann sehen wir alles, was mit Spawn zusammenhängt. Und hier sehen wir jede Menge neuer Mobs. Und da fangen wir mal an mit den Grashüpfern. Und die sind auch die Verursacher dieser nervigen, lauten Geräusche. Und irgendwann gehen sie einem doch schon ganz schön auf die Nerven. Aber ansonsten, ja, englischer Name Cricket für die Grashüpfer. Sie hüpfen und sollten eigentlich Angst vor uns haben. Das heißt, wenn wir uns zu ihnen gesellen, dann sollten sie sich ein bisschen wegbewegen, geht aber hier drin jetzt natürlich schlecht, aber ansonsten hüpfen sie und bleiben, wenn wir in der Nähe sind, regungslos liegen und wenn wir wieder weg sind, dann fangen sie wieder an zu hüpfen und zu zirpen, was das Zeug hält. Sie haben 6 Leben in diesem Fall und wir können sie in Plain Forest und Jungle Biomes finden. Machen wir gleich weiter mit den 1000 Füßern, aber vorher, da killen wir uns mal hier die ganzen Crickets, die nerven doch mit ihrem lauten Gezirpe hier, aber trotzdem machen sie, wie gesagt, eine tolle Atmosphäre und hier ist der 1000 Füßler, komplettes Gegensatz zum Cricket, keine Angst vor uns, einfach regungslos rumliegen. Das ist die Devise dieser 1000 Füßler, die auch wirklich sehr, sehr schön texturiert sind, wie ich finde. Wir finden sie ebenfalls in den erst schon genannten Biomen für die Crickets und dann kommen wir zum Schmetterling oder Butterfly auf Englisch. Ein richtig, richtig cooler Mob, wie ich finde, denn ach, es ist einfach schön, den so fliegen zu sehen. Wenn auch er wenig Leben hat, macht er trotzdem einen sehr, sehr schönen Eindruck und ja, ihr Botaniker unter euch, die haben sicher schon längst erkannt, was für eine Sorte oder welche Art das Ganze hier ist von diesem Butterfly. Ich in dem Fall nicht, aber ich finde sie einfach nur schön. Und jetzt machen wir gleich weiter mit den Birds, also den Vögeln. Und die sind etwas komisch drauf, finde ich. Denn wenn wir sie spawnen, gibt es zum Beispiel blaue, dann gibt es auf einmal wieder einen grünen, dann gibt es wieder blaue, dann gibt es wieder graue und rote. Oh, das sieht ja gefährlich aus, aber ihr merkt sicherlich, sie fliegen einfach nicht. Sie rennen hier über den Boden schneller, als ich je über den Boden rennen könnte. Denn wir gehen jetzt mal, wie uns dieses Schild da hinten verraten würde, zum Vogelfluggelände und das machen wir mal. Wir gehen nämlich zu den Bäumen. Wenn wir nämlich Vögel unter Bäumen spawnen, dann erst fangen sie an zu fliegen. Hier sehen wir, laufen sie erstmal zum Baum schon mal hin und in seltenen Fällen fangen sie auch wirklich mal an zu fliegen. Kommt, Vögel, da fliegt er noch runter. Da fliegen sie wieder hoch und da wollen sie hier in den Baum und im Baum hat sich schon ein Vogel postiert. Das heißt also, nur an Bäumen wird die Flugfähigkeit oder werden die Flügel der Vögel ausgetestet. Kommen wir zu den wasserlebenden Tieren und zwar den 2 neuen Fischsorten oder eher 3, wenn man es ganz genau nimmt. Hier drin befinden sich nämlich 2 Sorten und zwar ist es einmal der Tropical Fish und der Fisch in diesem Fall. Und natürlich nicht zu vergessen den Angler, also den Fisch mit der Lampe am Kopf, der auch in den tiefsten Tiefseegebieten immer den Überblick behält. Und das sind die 3 neuen Fischsorten, die uns hinzugefügt werden. Da gehen wir mal ganz kurz hier zu unserem richtigen Wassertestgelände, um uns mal anzusehen, wie das mit den Fischen so ist, denn sie spawnen, wie zu erwarten, natürlich unter Wasser, auch wenn ich hier in diesem Fluss gerade weniger sehe. Spawnen wir einfach mal hier ein, dann haben wir hier unseren Fisch gespawnt und dann spawnen wir auch gleich mal einen Angler. Leider leuchtet sein Licht hier unter Wasser nicht, aber er hat ein paar mehr Leben und wirkt so ein bisschen schwerfällig. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch den Tropical Fish. Nicht Trap, sondern Tropical Fish. Und der ist so ein bisschen tropischer. Können wir zum Beispiel hier mal schnorcheln gehen. Und dann sehen wir hier wunderschöne tropische Fische. Auch wenn wir hier unter Wasser gerade mit ziemlicher Dunkelheit zu kämpfen haben. Außerdem gibt es noch einen ganz besonderen Fisch. Und das, wer hätte es gedacht, ist der Wal. Und der Wal, der braucht leider einiges an Platz. Und den suchen wir uns mal gerade aus dem Inventar heraus. Da haben wir ihn, Spawn Whale und oder Wal, wie auch immer auf Englisch. Und er ist doch ziemlich recht extrem groß, denn wir spawnen uns ihn hier einmal und das reicht immer noch nicht, denn er ist wirklich so ein Riesentier mit 50 Leben in diesem Fall und das ist auch der wirklich größte Mob und da hinten haben wir so ein Auge, ach guck mal, wir gucken ihm mal ins Auge hier, hallo, ja, Wal, du bist ein Wal, ich hau dich, oh, jetzt habe ich den Wal gehauen, nein, und ja, dann töten wir hier mal den Wal, auch wenn ihr das bitte nicht zu Hause nachmacht, denn Wale stehen ja unter Artenschutz oder zumindest die meisten Arten bin ich doch der Meinung oder hoffe ich doch mal ganz stark, denn sie sind ja wirklich vom Aussterben bedroht, ist aber nicht Thema dieses Mod Reviews. Thema ist jetzt erstmal die Zeit wieder ein bisschen auf Tag umzustellen, damit wir ein bisschen mehr sehen, denn es gibt noch weitere Mobs, die uns durch den More Nature Mod hinzugefügt wurden und da steht schon Vorsicht aggressiv. Es geht um die Schlange oder um Snake, wie sie auf Englisch heißt.
Und ihr könnt auch immer weitere Informationen im Wiki des Mods abrufen. Und er spawnt in Wüsten, in Swamp und in Dschungelbiomen. Die Schlange natürlich naturell. Man kann sie natürlich auch immer mit ihrem Spawn-Egg spawnen, wenn man das möchte. Aber sie sind aggressiv. Und das ist wirklich nicht ganz so schön. Jetzt einfach mal in diesem Schlangenteppich aus zwei Schlangen Game Mode 0 zu setzen. Ich glaube, wir wagen das einfach mal. Wir machen das. Game Mode 0. Oh nein, 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 nein. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Richtig mit Poison Effekt. Und das können wir natürlich nicht länger durchhalten. Schnell wieder in den richtigen Game Mode gewechselt. Und jetzt sind wir hier immer noch vergiftet. Ihr seht also, Schlangen sind nicht ganz ungefährlich und so ziemlich die einzigen aggressiven Mobs, die wir hier haben. Außerdem bekommen wir diesen Effekt dann für 14 Sekunden. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Direkt daneben mit einem doppelten Zaun dazwischen sind die Mäuse. Denn die Mäuse, das sind Tiere, die von Schlangen gefressen werden. Und wir wagen das ultimative Selbstexperiment. Arme Maus, ich muss mich, glaube ich, von dir verabschieden, denn sie wird instant getötet. Durch einen Potion-Effekt. Das sehen wir ganz kurz im Damage Indicator mal. Denn die Schlangen sind wild auf Mäuse und wollen sie einfach nur so fressen, was das Zeug hält. Hier haben wir eine Maus und holen wir uns nochmal eine Schlange ins Inventar. Hier haben wir in diesem Fall eine Schlange und Schlange und Maus, das bedeutet gleich epischer Fight, auch wenn der recht tödlich für die Maus ausgeht. Das war es allerdings erstmal von dieser Modifikation, das waren die Mobs, die uns dieser More Nature Mod hinzufügt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne weitere Mods zur Vorstellung einmal in den Kommentaren vorschlagen oder für andere voten und am besten sind sie dann auch noch im Crafting Terminal implementiert. Die Installation des More Nature Mods ist echt nicht schwer, ganz einfach geht das nämlich mit dem Forge im Installer oder dem Forge im Modloader. Ein Tutorial zum Forge Modloader findet ihr jetzt hier verlinkt und dann bekommt ihr einen Mods-Ordner und in diesen zieht ihr einfach wie hier ganz kurz eingeblendet den Mod in den Mods-Ordner und dann habt ihr die Modifikation auch schon erfolgreich installiert und könnt hier auf der Version 1.7 mit den schönen Tieren die Atmosphäre genießen. Ich hoffe in jedem Fall, es hat euch gefallen. Rechts oben verlinkt findet ihr nochmal unser DayZ Mod Review und direkt darunter unser Craftable Horse Armor Mod Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Infos gibt es auch auf Facebook, Google+, Twitter und Instagram sowie unserer Website. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über ein Abo freuen wir uns. Und auf craften.de gibt es weitere Infos über das Craften Terminal. Das war's. Tschüss.